when you are at your weakest. And fear and doubt are a burden too heavy to bear. Remember this. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gulli mit einem weiteren Video zu God of War Ragnarök. Angekommen in Alfheim holen wir alle Sammelobjekte in der Stründ. Stründ ist der Name. Oben links in der Ecke seht ihr 10 Objekte und das erste netterweise direkt am Schnellreisetor. Wirklich nur ein paar Schritte stolpern und dann hat man es schon. Und wenn wir schon am Stolpern sind, dann stolpern wir ja auch gleich noch hier runter und gelangen zu einem Hehlriss. Also die ersten beiden Sammelobjekte geht schon mal super, super, mega flott. Gewöhnt euch da nicht dran. Kann ich gleich vorwegnehmen, gewöhnt euch da nicht dran mit mega, mega flott. Wir werden noch das ganze Gegenteil erleben. Halb so viele Sammelobjekte, doppelt so lange Zeit. Also da kommt einiges noch in Alfheim hier auf euch zu, um die 100% mitzunehmen. Aber mit meinen Videos nehmt ihr die 100% mit. Das ist die gute Geschichte. Denn wir nehmen wirklich alles mit. Wir nehmen Reliquien mit. Wir nehmen Schwerthilde mit. Wir nehmen Gefallen mit. Wir nehmen natürlich die Standard-Sammelobjekte mit. Raben, Nornentruhen und so weiter und so fort. Also alles dabei, was ihr benötigt, um hier wirklich komplett alles von der Karte her runtergefegt zu haben, sozusagen. So, damit geht es zum ersten Wissen. Und das ist auch gleich hier. Also letztendlich ist das hier auch relativ um die Ecke, nur halt vom Schnellreisepunkt in die andere Richtung. So, und dann haben wir in dem kleinen Levelchen hier auch 2 Nornentruhen. Wir kümmern uns jetzt erst einmal um die erste. Und auch die ist relativ flott erledigt, auch das ist eher ungewöhnlich bei den Nornentruhen dieses Jahr, denn sie sind ja meist dann doch relativ umfangreich. Die hier geht relativ flott von der Hand, ohne viel groß Hilfen notwendig zu haben von Freya oder so zum Beispiel mit ihren Pfeilen, so dass wir es auch relativ gut hier deichseln können. Wir haben erstmal hier unten Feuertopf, komme ich leider von hier aus nicht ran, müssen wir uns nochmal runterlassen. Das war so mein Gedanke. Ich denke, Mensch, geht doch gleich von hier. Nee, wir müssen erstmal springen. Wir müssen erstmal hier runterspringen und dann können wir den ersten Topf hier entzünden. Erste Rune ist damit aktiv. Und dann gehen wir runter. Gehen wieder an der Truhe vorbei, haben direkt dahinter den nächsten Topf. Also wie gesagt, die ist hier wirklich relativ leicht zu bewerkstelligen. Und dann nochmal hier unten, hätte ich auch gleich machen können, den dritten Topf hier, wo ich eben gerade von oben runterkam, aber 2 Schritte ist egal. Nornentruhe ist damit geöffnet. So, dann wartet als nächstes einer von Odins Raben auf uns. Oh, wie gesagt, hier waren wir eben gerade alle schon. Das ist alles hier wirklich in so einem engen Kreis nah beieinander gewesen, die ganzen ersten Objekte. Im Strönd. Interessanter Name übrigens. Ich denke mal, dass das auch korrekt ausgesprochen ist. Ich wüsste nicht, wie sonst. So, da schon mal mein Speer. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, es immer schön mit dem Speer zu machen. Da ist der Rabe, da ist er weg. Und da haben wir einen weiteren von der Liste heruntergestrichen und können uns mehr Belohnungen holen, eventuell am Rabenbaum. Ja, genau, hier fängt diese ganze Spiegelei-Geschichte ja an. In Alfheim, da werdet ihr noch viel Spaß mit haben. Erst einmal geht es hier ganz normal runter und da ist ein Felsen, da komme ich nicht dran vorbei. Na gut, da muss ich hier doch die Töpfe wegmachen. Kann eins von Quasius Gedichten aufnehmen und direkt daneben gleich in die legendäre Truhe hineingreifen. So, damit kommen wir zu den Überresten von Asgard. Dazu müssen wir hier hochklettern. Aber so weit weg sind die auch nicht. Das ist nur die Kletterei, die das jetzt hier so ein kleines bisschen länger macht von der Dauer her. So, und da sehen wir hinten schon dieses wieder den Bifrost wabern. Und das bedeutet, die Gegner sind gleich da. Und das sind auch die letzten. Bei mir auf der Liste sollten auch bei euch die letzten sein, wenn ihr, ne? Waren, glaube ich, die letzten, oder? Oder? Ah. Nee, ich glaube, die kommen nochmal welche. Ich glaube, es kommen nochmal welche. Da habe ich jetzt wieder
ganz rucki-zucki geschnitten, die Sache. Kompletten Kampf rausgenommen, nur das Looten der Truhe, ne? Weil das nicht vergessen, die Truhe zu looten, weil das zählt. Und jetzt haben wir ein kurzes Lag, deswegen geht leider hier mein Questmarker nicht auf. Neue Aufnahme in 4K, scheint ab und zu haken. Das ist das zweite Lag. Ich meine, gut, das sind jetzt, keine Ahnung, 40, 50 Videos. Da ist das zweite Lag, Dinge können passieren, aber... Also einfach den Weg kurz geradeaus weitergehen. Ne? Den Weg kurz geradeaus weitergehen, dann können wir da diesen Stein hochheben und jetzt sollte es auch gleich wieder relativ normal hier laufen. Da ist nämlich der Anfang der nächsten Nonnentruhe und rechtzeitig zur Nonnentruhe ist auch wieder der Rechner verfügbar und hat aufgehört, mir Laggy Gameplay zu präsentieren. So, das Artefakt erst einmal aufgenommen vor der Truhe und jetzt kommt auf die Truhe selber an, ist auch schon unser letztes Objekt hier. Hier nochmal der Blick auf die Karte und... Ja, mit der Lösung der Truhe kann ich euch, glaube ich, echt alleine lassen. Da ist hier nämlich wirklich nicht viel zu tun. Das ist wieder hier dreimal den Speer reinstecken. Dann kann ich nämlich schon die Zeit nutzen und mich von euch verabschieden. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Abonniert natürlich auch den Kanal. Abonniert natürlich auch den Kanal. Wenn noch nicht getan, mit Glocke aktiv, verpasst ihr weiter kein neues Video. Und ja, noch mehr würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Ich verabschiede mich von euch an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.